15 Geheimnisse, die der Vatikan sie nicht wissen lassen möchte. Mehrere dunkle Geheimnisse, die der Vatikan verbirgt, kommen aber allmählich ans Licht. Vom Papst, der zu Tode geprügelt wurde, bis hin zu Fällen von Pornografie, rief Dämonen herbei und hatte sogar Sex mit seinen Schwestern. Das hat mehr mit Teufelsshit zu tun als mit Gott. Nummer 2. Fälle von Kinderpornografie. Wie kann es sein, dass ein Gotteshaus, was göttlich ist, das, was eigentlich dafür da ist, um die Liebe und das Gute zu verbreiten, teuflischen Scheiß verbreitet und teuflische Dinge tut? Nummer 4. Beweise für einen verheirateten Jesus. Seither gibt es immer wieder Verschwörungstheorien über den Inhalt, wie zum Beispiel die absurde Theorie, dass der Vatikan dort Außerirdische beherbergt. Schon der Name... Oh shit. Nummer 10. Der Vatikan hat mit dem Holocaust ein Vermögen verdient. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt 15 Geheimnisse, die der Vatikan sie nicht wissen lassen möchte. Miese Recherche wieder heute. Ich bin sehr, sehr gespannt und interessiert. Und ich habe Bock, mir das jetzt reinzuziehen. Wir gehen rein. Komm. Die Vatikanstadt ist ein souveräner Stadtstaat, der ein Achtel so groß ist wie der Central Park in New York und von einer 2 Meilen langen Grenze zu Italien umgeben ist. Aufgrund seiner Lage als Metropolitaner eingeschlossener Außenposten von Rom, Italien, hat die Vatikanstadt ein sehr charakteristisches Terrain. Sie ist der kleinste autonome Staat der Welt mit einer Grenze zu Italien. Einfach eigener Staat ist schon krass, ne? Ist doch mitten in Italien, oder? Von 3,5 Kilometern und einer Fläche von etwa 121 Hektar. Das ist nix. Das ist nix. Das ist einfach so ein kleines Dorf mäßig. Du einen der größten und prächtigsten Plätze der Welt suchst, findest du den Petersplatz unterhalb des Petersdoms in der Vatikanstadt. Abgesehen von Naturkatastrophen wie Erdbeben, von denen Rom im Allgemeinen betroffen ist, verfügt das Land über keine bedeutenden natürlichen Ressourcen oder bekannten Naturgefahren. Mehrere dunkle Geheimnisse, die der Vatikan verbirgt, kommen aber allmählich ans Licht. Vom Papst, der zu Tode geprügelt wurde, bis hin zu Fällen von Pornografie. Hier sind 15 Geheimnisse, die der Vatikan nicht preisgeben will. Oh shit, wir sind da. Miese Recherche, Freunde. Let's go. Nummer 1. Papst Johannes der XII. Wurde zu Tode geprügelt. Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche und ein moralisches Vorbild, das das Werk des heiligen Petrus fortsetzt. Bedauerlicherweise scheinen mehrere Päpste im Laufe der Geschichte andere Überzeugungen gehabt zu haben. Hat halt für mich nicht wirklich was mit göttlich und geistlich zu tun, wenn du da die ganze Zeit mit so viel Geld und Gold rummachst und so. Also es sind ja so viele Schätze da im Vatikan und allein auch so, weiß ich nicht, dass du dafür bezahlen musst, Teil der Kirche zu sein, ne? Das ist auch so eine Sache, die ich nie gefühlt habe, so dass du dafür bezahlen musst, dass du an Gott glaubst quasi. Das ist einfach nichts Positives, nichts Gutes so. Ich glaube, dieses ganze Göttliche wurde halt mehr kaputt gemacht mit diesen ganzen menschlichen Sachen so. Das hat nichts mehr damit zu tun, wo es eigentlich immer hergekommen ist. Hat auch nichts mit Jesus zu tun, Digga. Jesus, I love you. Heilige Petrus und sogar die Kirche im Allgemeinen. Wir alle wissen, dass der Papst der katholischen Kirche seit Jahrhunderten vorsteht und als Repräsentant der christlichen Ganzheitlichkeit und als entscheidende moralische Stimme in einigen der kritischsten politischen und sozialen Fragen der Zeit dient. Allerdings war dies bei einigen Päpsten nicht immer der Fall, trotz ihres Rufs als fromme und aufrechte Mitglieder der katholischen Welt. Für Papst Johannes den XII. War es nie ein guter Start, denn er bestieg den Thron bereits im Alter von 10 Jahren. Er verwandelte sein Haus kurzerhand in ein Bordell, denn sein unreifes Herz war auf das Leben eines Papstes nicht vorbereitet. Weiter unten im Kaninchenbau beteiligt... Digga, guck mal, so eine Sache, weißt du, wie ich meine, was willst du mir erzählen, Bro? Er sich am Töten, rief Dämonen herbei und hatte sogar Sex mit seinen Schwestern. Digga, das war Papst, Bruder. Ach du Scheiße, ich sag dir, da geht immer noch so viel ekelhafter Scheiß ab. Das hat mehr... Sorry, ne, aber das Statement muss jetzt rausgehen, weil das ist meine persönliche eigene Meinung, Einstellung, so glaube ich. Das hat mehr mit Teufelsshit zu tun als mit Gott. Bist du neugierig auf die Gründe für seinen Untergang? Nun, seine unmoralischen Handlungen sollten nicht ewig dauern. Eher früher als später erlebte er seinen Waterloo. Ein Ehemann fand seine Frau mit Johannes dem XII. Im Bett und konnte es nicht ertragen. Er schlug den Papst so heftig, dass er 3 Tage später an seinen Wunden verstarb. Nummer 2. Fälle von Kinderpornografie. Wer hätte gedacht, dass Päpste in einen Fall verwickelt sein könnten, der mit Pornografie zu tun hat?
Der Vatikan hat 2 Fälle von Kinderpornografiebesitz innerhalb seiner hochverehrten Mauern auf. Dass das noch dann weiterläuft dann nach so einer Geschichte, weißt du, wie ich meine? Das ist krank, finde ich. Dass Leute da nicht ein Muster erkennen. Wahrscheinlich erkennen die ein Muster. Die werden doch beschützt von den ganzen, von allen anderen pädophilen Teufelsanbetern werden die Jungs doch verteidigt, weißt du? Das zieht sich ja durch die Regierungsebenen durch, so, diese Scheiße. So der Chefankläger, der davor warnte, dass der Vatikan immer noch mit den Folgen eines weit verbreiteten pädophilen Problems in der katholischen Kirche zu kämpfen hat. Bei einer Zeremonie zu Beginn des Jahres des städtischen Gerichtsstaates stellte Gian Piero Milano, der den offiziellen Titel... Wie kann es so weit kommen, dass die katholische Kirche mittlerweile mit Pädophilie in Verbindung gebracht wird? So? Wie kann das so weit kommen? Weißt du, wie ich meine? So, da muss man sich mal drüber Gedanken machen. So. Was ist der Ursprung von dieser Scheiße? Wie kann es sein, dass ein Gotteshaus, was göttlich ist, das, was eigentlich dafür da ist, um die Liebe und das Gute zu verbreiten, teuflischen Scheiß verbreitet und teuflische Dinge tut? Wie kommt es dazu? Der Gerechtigkeit trägt die Fälle in einem 50-seitigen Bericht vor, der vor Vatikanbeamten verlesen wurde. In den vergangenen 2 Jahrzehnten wurde die katholische Kirche von Kontroversen über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Priester aller Welt erschüttert. Während Missbrauchsopfer Papst Franziskus drängen, weiterzugehen und Bischöfe, die den Missbrauch angeblich vertuscht haben, zur Rechenschaft zu ziehen, hat sich der Papst treu dazu verpflichtet, gegenüber den Tätern null Toleranz zu zeigen. Milano erklärte in seinem Bericht, dass die vatikanische Polizei 2 heikle Fälle von unterschiedlicher Bedeutung untersucht habe, bei denen es um den Besitz von kinderpornografischem Material durch Personen ging, die dem Vatikan, dem Sitz der 1,2 Milliarden Mitglieder zählenden Kirche, ansässig oder beschäftigt waren. Quellen zufolge ging es um einen ehemaligen Erzbischof, der vom Vatikan unter Hausarrest gestellt wurde, weil er angeblich 100.000 kinderpornografische Filme und Fotos auf seinem Arbeitscomputer in der Residenz des Heiligen Stuhls in der Dominikanischen Republik gespeichert hatte. Auf seinem Laptop befand sich angeblich eine Galerie des Grauens. In dieser Galerie waren Teenager im Alter zwischen 13 und 17 Jahren zu sehen, die vor der Kamera gedemütigt, nackt gefilmt und zum Sex mit anderen Teenagern. Digga, das ist ja nicht mal irgendein harmloser Shit, weißt du, das ist ja ein richtig Hardcore-Sachen, was der da gerade erzählt, so. Teenager gedemütigt werden, zu Sachen gezwungen werden, dabei recorded werden und so, weißt du, wie ich meine, so. Es wäre ja schon eigentlich Sünde, wenn der sich einfach nur normale Pornos reinziehen würde. Dürfen die überhaupt Sex haben? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Sex haben dürfen. Das ist schon krass. Aber dass es dann direkt in diese Hardcore-pädophilen Richtung reingeht, das finde ich so extrem. Und Erwachsenen gezwungen wurden. Nach Angaben des Vatikans wollte Papst Franziskus, dass ein so schwerwiegendes und heikles Thema unverzüglich behandelt wird. Der Papst forderte, dass angemessene und notwendige Maßnahmen ergriffen werden, was sich in der Verhaftung widerspiegelt. Der Papst hatte erklärt, dass er gegenüber Klerikern, die Minderjährige sexuell ausbeuten, keinerlei Toleranz zeigt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vatikans traf sich Franziskus mit Opfern von sexuellem Missbrauch durch Geistliche und versprach, dass der Vatikan die verantwortlichen Kirchenführer zur Rechenschaft ziehen werde. Nummer 3. Der Vatikan hat angeblich in Rocketman investiert. Hast du Rocketman gesehen? Wenn du ein Fan von Elton John bist, kennst du sicher den Film Rocketman, in dem er sein Glück in einer romantischen Beziehung entdeckt. Der Vatikan war einer der Investoren des Films und das ist das einzig Kuriose. In einer Proklamation verbot Papst Franziskus die Homo-Ehe und erklärte, dass Gott die Gottlosigkeit nicht segnen will und kann. Die Homo-Ehe sei nicht Teil von Gottes Plan, so die Kirche, die der Meinung ist, dass die Ehe zwischen einem heterosexuellen Mann und einer heterosexuellen Frau geschlossen werden muss. Diese Verkündigung hat jedoch die LGBTQ+-Gemeinschaft auf der ganzen Welt deutlich erzürnt, dass sie auch als Anklageschrift gegen ihre Absichten gesehen wurde, ernsthafte, lebenslange Beziehungen zueinander zu unterhalten. Zu den vielen Menschen, die über diese Verkündigung nicht erfreut waren, gehörte Elton, der Hauptdarsteller des Films, und er griff sie auf Twitter an, indem er Beweise dafür vorlegte, dass der Vatikan Millionen von Dollar beigesteuert und von seinem Film profitiert hatte. What the fuck, Bro? Was geht bei denen ab? Was machen die für dubiose Geschichten, Alter? Warum steuern die Millionen von Euros zu irgendeinem Film bei, so, weißt du, das soll doch eigentlich was Göttliches sein, oder nicht? Wo habt ihr überhaupt diese Millionen von Euros her, oder Dollars, oder was auch immer so? Hat nichts mit Gott zu tun, meine lieben Freunde, ja, ist so.
John fragte, wie der Papst mit der Investition von Millionen in Rocketman, ein Film, in dem es darum geht, dass er durch seine Ehe mit David sein Glück gefunden hat, Profit machen könne, während er sich weigere, homosexuelle Ehen zu billigen, weil sie sündhaft seien. Tatsächlich hat der Vatikan rund 1,2 Millionen Dollar zu Rocketman beigesteuert, wie Faktenchecker herausgefunden haben. Die Musicalproduktion von 2019 erhielt 4,3 Millionen Dollar von der Hierarchie der katholischen Kirche, die mit einem anderen Kassenerfolg, Men in Black International, geteilt wurden. Die Investition steht im Zusammenhang mit dem in Malta ansässigen Centurion Global Fund, der den Großteil seiner Mittel von Staatssekretariat des Vatikans erhält. Das ist ein Business-Apparat. Weißt du, wie ich meine? Die machen Money, Bro. Die sind auch nur auf Geld und auf Macht aus. Und machen dafür wahrscheinlich auch teuflische Rituale mit Kindern und so einen Scheiß. Deswegen ist Pädophilie da so verbreitet, weißt du? Da steckt doch irgendwas hinten dran. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Außerdem stammt ein Teil der Investition aus dem Petruspfennig, der von einzelnen Mitgliedern der katholischen Kirche an den Vatikan gespendet wird. Nummer 4. Beweise für einen verheirateten Jesus. Viele wissen und glauben, vor allem Christen, dass Jesus Christus als Sohn Gottes in diese Welt kam, durch jungfräuliche Geburt und in den Himmel auffuhr, nachdem sein Werk hier auf der Erde vollendet war. Es gibt jedoch seit langem das Gerücht, dass Jesus Maria Magdalena geheiratet und Kinder mit ihr bekommen hat. Dieses abwegige Gerücht. Das ist auch Teil von diesem Film, ne? Da Vinci Code und so. Wird angeblich durch dokumentierte Beweise gestützt und die Vorstellung wird durch ein Manuskript aus dem 6. Jahrhundert untermauert. Die Erzählung von der Hochzeit Jesu Christi wurde bei der Übersetzung aus dem Griechischen in die alte Sprache Syrisch gefunden. In der Bibel wird dies jedoch nicht erwähnt. Seine Geburt und sein Tod werden in der Bibel sehr detailliert beschrieben, aber die 30 Jahre dazwischen bleiben völlig unerwähnt. Das verlorene Evangelium ist ein Dokument, in dem Jesus als jemand beschrieben wird, der mit Sex zu tun hatte, der sich in Maria Magdalena verliebte und mit ihr Kinder zeugte. Aber die Kirche ist in dieser Frage aus verschiedenen Gründen gespalten. Zunächst einmal ist dieses Manuskript nicht wirklich vertrauenswürdig. Ist eh schade, dass man die Geschichte nicht mehr richtig nachvollziehen kann von Jesus auch so, weißt du? Ich find's auch, weil die Bibel wurde ja auch tausende Jahre später, glaube ich, erst zusammengesetzt aus Büchern und dann haben da irgendwelche Leute entschieden, was reinkommt, was nicht reinkommt. Manche Bücher wurden verbannt, manche Sachen werden nicht erzählt und diese ganzen Geschichten finde ich sehr, sehr schade, weil Jesus, glaube ich, einer der wichtigsten Menschen war, der jemals auf dem Planeten war, so, weißt du? Und ich find's traurig, dass seine Geschichte nicht richtig erzählt wird, habe ich das Gefühl zumindest. Obwohl es sich um ein echtes Stück aus der British Library handelt, weiß niemand, wo oder wann es geschrieben wurde. Außerdem wird in dem Buch behauptet, dass Maria Magdalena eine Miterlöserin der Menschheit und die Tochter Gottes war. Im Wesentlichen wird darin behauptet, dass sie genauso bedeutend war wie Jesus, was dem Vatikan natürlich nicht gefällt. Immerhin hat der Heilige Stuhl alles in seiner Macht Stehende getan, um Jesus zu entlasten. Einigen Historikern zufolge könnte Jesus ein stereotypes menschliches Leben geführt haben, dessen sich der Vatikan, wie auch wir, nicht bewusst sein könnte. Nummer 5. Die Vatikanstadt hat den höchsten Pro-Kopf-Weinkonsum. Im Laufe der Zeit haben Quellen gezeigt, dass sogar Priester und Päpste Wein, Bier und anderes trinken. Der Glaube ist, dass man alles in Maßen tun sollte. Obwohl Alkoholkonsum an sich nichts Schlechtes ist, kann es sein, dass eine Person, sobald sie einen gewissen Grad an Trunkenheit erreicht hat, ihn bis zum Punkt der schweren Sünde überstrapaziert hat. Einer der Gründe, warum die Kirche in der Vergangenheit den Alkoholkonsum erlaubt und sogar befürwortet hat, ist die Tatsache, dass Mäßigung der Gesundheit förderlich ist. Man denke an die mittelalterlichen religiösen Orden und die Herstellung von Wein, Bier, Whisky und Likör. Nach Angaben des in Kalifornien ansässigen Wine Institute ist die Vatikanstadt das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Weinkonsum. Die sind alle besoffen oder was, ja? Das in Kalifornien ansässige Wine Institute schätzt, dass jede Person in dem winzigen Staat im Jahr 2012 durchschnittlich 74 Liter Wein konsumiert hat. Das wären etwa 98 Flaschen, wenn man die normale Größe trinkt. Es ist auch ganz natürlich, dass der Papst eine Vorliebe für Whisky hat, insbesondere für Scotch, da es Mönche waren, die im 4. und 5. Jahrhundert die Destillation und das Christentum in Schottland einführten. Die Abtei von Alkohol ist Haram, Bro. Haram. Von Lindors behauptet auch die früheste dokumentierte Erwähnung von Whisky in einer Aufzeichnung über Malz, das an Bruder John Corr für die Herstellung von Uisga Beata oder Wasser des Lebens im Jahr 1494 geliefert wurde, gefunden zu haben. Nummer 6. Benedikt der IX. War dreimal Papst. Im Laufe seines Lebens war Benedikt der IX. Dreimal Papst, das erste Mal, als er erst 12 Jahre alt war.
Er entwickelte sich zu einem grausamen jungen Mann. Als seine politischen Gegner versuchten, ihn töten zu lassen, floh er vom Schauplatz und suchte Zuflucht in der Stadt. In der Zeit zwischen seinen beiden Regentschaften begann er überall in der Stadt zu rauben, zu töten und andere unsägliche Gräueltaten zu begehen. Im Jahr 1045 wurde er erneut zum Papst gewählt, ein Amt, das er nur 2 Monate lang innehatte, bevor er abgesetzt wurde. 2 Jahre nach seiner Abreise versuchte er es zum 3. Mal, aber diesmal blieb er nur 8 Monate, bevor er schließlich abgesetzt wurde und nie mehr zurückkehrte. Wenn jemand tatsächlich nicht in der Lage war, das Amt des Papstes auszuüben, dann offensichtlich Benedikt der IX. Nummer 7. Vatikan hat Geheimarchive. Das ist interessant. Jahrelang herrschten irrationale Spekulationen darüber, was sich im Vatikan befindet, was durch die Geheimhaltung der katholischen Kirche und den potenziellen Schatz, der sich darin befindet, angeheizt wurde. Seither gibt es immer wieder Verschwörungstheorien über den Inhalt, wie zum Beispiel die absurde Theorie, dass der Vatikan dort Außerirdische beherbergt. Schon der Name oh shit. Schwört Bilder von den Geheimnissen und dem Prunk der katholischen Kirche herauf. Und wer mehr Fantasie hat, kann sich unheilvolle Vorstellungen von dem machen, was sich dort befinden könnte. Die Verzeichnisse der Archive werden in einem festungsähnlichen Bereich des Vatikans aufbewahrt und sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, außer für Wissenschaftler, die erst nach Vollendung ihres 75. Lebensjahr Zutritt haben. Sie beherbergen auch einige der unbezahltesten Artefakte der katholischen Kirche, darunter Papiere aus dem 7. Jahrhundert. Ein Brief von Maria, der Königin der Schotten, die hingerichtet wurde, nachdem sie gezwungen worden war, ihr Königreich aufzugeben und über 20 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Da gibt es bestimmt interessante Dokumente in dieser Bibliothek. Da habe ich schon viel von gehört, von dieser Vatikanbibliothek. Da würde ich gerne mal rein ein bisschen recherchieren. Ne? Ich nehme Keanu Schmidt, Digga, und wir recherchieren da eine Woche lang. Grüße gehen raus, Bro, ich küsse dein Herz. Ist ein besonders bemerkenswertes Artefakt. Sie wurde schließlich zum Tode verurteilt, weil sie ein Attentat auf Königin Elisabeth I., eine protestantische Verwandte, geplant hatte. Sie war kurz davor, enthauptet zu werden, als sie einen verzweifelten Brief an Papst Sixtus V. schrieb, in dem sie um ihr Leben flehte und die Ketzer anprangerte, die sie schließlich zum Tode verurteilen würden. Sie wurde jedoch am 8. Februar 1587 hingerichtet, da der Papst nicht eingriff, um sie zu retten. Die älteste bekannte, fast vollständige Abschrift der Bibel, der Codex Vaticanus Graecus, 1209, ist eine der bekanntesten Sammlungen der Bibliothek. Im Jahr 1623 wurde die verborgene Geschichte des Prokopius niedergeschrieben, nachdem sie in einer Bibliothek gefunden worden war. 1623, überleg mal, Bro, fuck. Das Geheimnis des Vatikans, das Verschwinden eines Mädchens. Orlandi verschwand am 22. Juni 1983, als sie von der Wohnung ihrer Familie in der Vatikanstadt aus zu einer Musikstunde nach Rom reiste. Ihr Vater arbeitete als Staatsbeamter für den Heiligen Stuhl. Ihr Verschwinden gehört zu den langjährigen Geheimnissen des Vatikans und wurde im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Dingen in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem Plan zur Ermordung des Heiligen Vaters. Fast 40 Jahre nach ihrem Verschwinden sucht die Familie von Emanuela Orlandi immer noch herauszufinden, warum sie an jenem schicksalshaften Abend im Jahr 1983 zur Zielscheibe wurde. Emanuela, die 15-jährige Tochter eines Vatikanbeamten, verschwand auf dem Heimweg von einer Musikstunde in Rom. Ihr Verbleib ist bis heute unbekannt. Später im Jahr 2012 behauptete Gabriele Amort, der oberste Exorzist des Vatikans, dass Orlandi von der Vatikanpolizei als Teil eines Sexrings entführt worden sei. Teil eines Sexrings, Bro, what the fuck? Die menschlichen Überreste mit der DNS des vermissten Mädchens in Verbindung zu bringen, wurden unternommen, als sie 2018 in der Botschaft des Heiligen Stuhls in Italien im Zentrum von Rom entdeckt wurde. Am 13. Juli 2019 gab der Vatikan die Entdeckung von 2 Knochensätzen in der Nähe der Gräber der beiden Prinzessinnen bekannt, woraufhin Gerüchte aufkamen, dass es sich bei einem Knochensatz um die Überreste von Orlandi handeln könnte. Nummer 9. Der Vatikan half. Dieser Vatikan ist echt unheimlich, ne? Das ist echt sehr, sehr unheimlich. Und ja, was da alles passiert, so, ne? Innerhalb einer angeblich göttlichen Stadt, so. Das soll ja was Göttliches sein, also das Oberhaupt der katholischen Kirche, so, ist der Papst. Und Vatikan ist seine Stadt quasi. Und da gibt es Pädophilenringe und da wird, weißt du, wie ich meine? Da gibt es Millionen von Euros, da wird auf Geld Wert gelegt und so. Das ist so traurig, Mann. Wie das Göttliche in so einen Dreck reingezogen wurde und nichts mehr mit irgendwas Göttlichem zu tun hat. Nazi-Kriegsverbrechern bei der Flucht vor den Alliierten. Es gab Hunderttausende von Menschen, die sich aktiv an der Vernichtung der europäischen Juden beteiligten und den Massenmord in Ghettos und Todeslagern organisierten. Millionen weitere waren aktive und inaktive Mitglieder der Nazi-Partei.
Nur 22 Personen wurden bei den Nürnberger Prozessen, die von den Alliierten eingerichtet wurden, um die Nazi-Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, für schuldig befunden. 11 Personen erhielten die Todesstrafe, 3 wurden für unschuldig erklärt, 3 erhielten lebenslange Haftstrafen und 4 erhielten Haftstrafen zwischen 10 und 20. Und der Rest hängt in Argentinien und Chile ab, wa? Jahren. Vor Kriegsverbrechergerichten in der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Polen wurden in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren hunderte von weiteren Verurteilungen, darunter auch Todesurteile, gegen hohe Nazi-Funktionäre ausgesprochen. Doch die Massenmörder, die im gesamten von den Nazis besetzten Europa Völkermord begangen haben, machen nur einen kleinen Teil derjenigen aus, die verfolgt und verurteilt wurden. Was geschah mit den zahllosen SS- und Wehrmachtsangehörigen, die entsetzliche Gräueltaten verübten? Was ist mit den Tausenden von SS-Beamten, Soldaten und Einsatzgruppen, die die Juden Bro, die haben Communities aufgebaut in Südamerika, bruv. In ihre eigenen Gräber zu schaufeln, bevor sie ganze Dörfer in Gräber schossen. Was ist mit denjenigen, die Gefangene durch Folter töteten, sie in Gaskammern zwangen und Die Amis haben sich auch ein paar abgegriffen, ja. Millionen von Menschen mit Zyklon-B-Kugeln vergifteten, an denen sie erstickten. Was ist mit den Sadisten, die alle, die nicht mithalten konnten, hinrichteten, indem sie Tausende von Häftlingen auf Todesmärsche schickten? Laut den Wissenschaftlern Gerald Steinacher und John Loftus haben sich die überwiegende Mehrheit dieser Straftäter nach Kriegs John Loftus, na Mann. Wieder in die Gesellschaft integriert und ein ziviles Leben aufgenommen. Nur wenige wurden strafrechtlich verfolgt oder erhielten irgendeine Art von Strafe. Die Historiker weisen darauf hin, dass sich viele der bekanntesten Kriegsverbrecher der Justiz entziehen konnten, indem sie Europa verließen. Der Vatikan und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, zwei der angesehensten Organisationen im Europa der Nachkriegszeit, sowie die US-Geheimdienste unterstützten sie dabei. Nummer 10. Der Vatikan hat mit dem Holocaust ein Vermögen verdient. Papst Pius XII. Leitete die katholische Kirche während der Wirren des Zweiten Weltkriegs, doch sein Schweigen zum Schicksal der Millionen von Juden, die im Holocaust umkamen, hat seinen Ruf schwer belastet. Für die Kritiker ist das Versäumnis des Pontifex, die Nazis öffentlich anzuprangern, eine moralische Verwerflichkeit mit schwerwiegenden Folgen. Der britische Journalist John Cornwell vertrat in seiner umstrittenen Pius-Biografie aus dem Jahr 1999 die Ansicht, dass die religiöse Figur die päpstliche Macht über das Schicksal der europäischen Juden stellte und dadurch, dass er als Hitlers Papst und Spielball diente, ein gewisses Maß an Kontrolle erlangte und sich vor der kommunistischen Bedrohung in Sicherheit brachte. Befürworter behaupten, dass Pius' Entscheidung zu schweigen dazu diente, die deutsche Rache abzuwenden und den Erfolg der verdeckten Bemühungen der katholischen Kirche zur Unterstützung der von den Nazis Verfolgten aufrechtzuerhalten. Der Vatikan war am Schmuggel von den Nazis beschlagnahmter Kunst, Gold und anderem Eigentum jüdischer Familien beteiligt und half Tausenden von Nazis bei der Flucht aus Europa. Dem amerikanischen Journalisten Gerald Posner zufolge sollen Bernardino Nogara, der Finanzberater des Vatikans, ein Nazispion gewesen sein. Er soll eine schreckliche Strategie umgesetzt haben, die es dem Vatikan ermöglichte, Geld in italienische Versicherungsunternehmen zu investieren, die das Vermögen aus den Lebensversicherungen der toten jüdischen Familien aufbewahrten. Digga. Der Vatikan. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ein Ding nach. Das ist also das Video, das steigert sich von Ding zu Ding fast, ey. Oh mein Gott. Der Vatikan, wa? Musste nichts von dem Geld zurückzahlen, das er mit diesem Plan verdient hatte, da er nur eine Investition und kein direkter Versicherer war. Nummer 11. Vatikan hat ein Badezimmer mit pornografischen Bildern. In Verschwörungstheorien zufolge beherbergt das Vatikanische Archiv die weltweit größte. Ich glaube das sogar. Also was wir bis jetzt gehört haben und was für kranke Sachen schon rausgekommen sind, auch. Sammlung von pornografischem Material. Diese Hypothesen werden durch die Arbeiten der Wissenschaftlerin Camille Paglia und des Gründers der National Review William Buckley Jr. sowie durch das Kopenhagener Erotikmuseum gestützt. Einige Experten glauben jedoch, dass es sich dabei nur um einen Mythos handelt. Die Gerüchte, dass der Vatikan obszöne Kunstwerke beherbergt, sind so alt wie das Gebäude selbst. Die meisten dieser Gerüchte sind erfunden, eine ist es jedoch nicht. In den päpstlichen Gemächern malte der Renaissance-Künstler Raphael 1516 sinnliche Fresken im Badezimmer. Zu Ehren der weltlichen Autorität, die das Werk in Auftrag gegeben hatte, ist die böse Galerie heute als Stufetta della Bibbiena oder als das kleine heiße Zimmer des Kardinals Bibbiena bekannt. Es war offensichtlich eine andere Zeit, als Bibbiena, wie die meisten päpstlichen Beamten es vorzog, ein Förderer der Künste statt ein Diener Gottes zu sein. Darüber hinaus schrieb er provokante Theaterstücke und war ein gelehrter Herr.
Bibiena teilte die Faszination seiner Gefährten für die rohen heidnischen Artefakte, die aus den Ruinen der römischen Kaiserzeit auftauchten. Er beauftragte seinen Freund Raphael, seine Wohnung im damals aktuellen klassischen Stil einzurichten, komplett mit nackten Nymphen, die von lüsternen Satyren beobachtet wurden, wobei keine anatomischen Details verschwiegen wurden. Die späteren Mieter des Vatikanpalasts waren davon unbeeindruckt. Bevor ein katholischer Kunstspezialist die Stufetta Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte, war sie vandalisiert, mit Tünchen überstrichen und sogar in eine Küche umgewandelt worden. Dennoch blieb der Zugang uneingeschränkt, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Das lag vor daran, dass dieser Bereich des Palastes nach 1870 zum persönlichen Appartement des Papstes wurde und das historische Schlafzimmer von Kardinal Bibiena als Ort für wichtige diplomatische Begegnungen mit Staatsoberhäuptern diente. Die Elite erfuhr allmählich von der renovierten Toilette, aber nur einige wenige durften sie sehen. Nummer 12. Apostolische Pönitentiarie. Falls du es nicht wissen solltest, das als Apostolische Pönitentiare bekannte Geheimgericht befasst sich mit den vermeintlich abscheulichen Verbrechen von Menschen. Die katholische Glaubenskongregation untersucht und verfolgt die Sünden, die die katholische Kirche für die schwersten hält, aber der Vatikan hat auch eine spezielle Einrichtung, die den Schuldigen hilft, Buße zu tun und sich mit Gott und der Kirche zu versöhnen. Die Arbeit der Apostolischen Pönitentiarie, die von dem amerikanischen Stafford geleitet wird, ist wahrscheinlich die geheimnisvollste aller vatikanischen Einrichtungen, wenn es um Angelegenheiten geht, die das Gewissen bestimmter Katholiken betreffen. Selbst Gerichte, die sich mit sensiblen Fragen wie Anträgen auf Annullierung von Ehen befassen, veröffentlichen Jahresberichte, in denen die Anzahl der im Laufe des Jahres eingeleiteten und abgeschlossenen Fälle aufgeführt. Da ihre Arbeit jedoch durch das sakramentale Siegel der Beichte geschützt ist, gibt die Apostolische Pönitentiarie keine sensiblen Informationen preis. Diejenigen, die vor dieses Tribunal gestellt werden, können nur vom Papst die Absolution erhalten. Der Versuch eines Attentats auf den Papst, ein Priester, der die Sünde oder die Identität eines Beichtvaters preisgibt, und andere ähnlichen Vergehen sind Beispiele für solche Sünden. Die vom Papst geleitete Hauptstrafkammer hat zwei Möglichkeiten. Sie kann entweder die automatische Exkommunizierung gewähren oder die Absolution erteilen. Nummer 13. Der Vatikan hat eine Zeitmaschine. Hast du schon vom Chronovisor gehört? Glaubst du, dass der Vatikan über eine versteckte Zeitmaschine verfügt? Der Vatikan soll über eine versteckte Zeitmaschine namens Chronovisor verfügen. Gibt es sie wirklich? Zweifellos gibt es unzählige Geheimnisse, die die verschiedenen Weltreligionen begleiten. Aber es gibt einen Mythos, der sich unter den Katholiken seit langem hartnäckig hält, der Chronovisor. Aufgrund der hermetischen Haltung des Vatikans zu verschiedenen Themen sind viele Geschichten entstanden, die sich sowohl auf die Ereignisse innerhalb des Hauptquartiers der römisch-katholischen Kirche als auch auf die Geschichten aus der Bibel beziehen. In diesem Fall geht es um die angebliche Existenz einer Art Zeitmaschine, mit der Fotos von der Kreuzigung Jesu aufgenommen werden konnten. Es wird behauptet, dass man mit dieser Maschine in die Zeit zurückblicken konnte, in der sie benutzt wurde, um Fotos von Jesus aufzunehmen. Pater Pellegrino Maria Ernetti, ein italienischer Wissenschaftler und Priester, soll den Chronovisor entwickelt haben, ein Gerät, mit dem man angeblich sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft sehen kann. In Ermangelung von Beweisen sind einige der Meinung, ein solches Gerät enthält. Ja, so gesagt, bin auch kein Fan von Religion, trotzdem respektiere ich jeden Bruder und jede Schwester, egal welche Glaubens. Ja, ich auch, safe. Also ich bin ein Fan auch, beziehungsweise ich bin allem offen gegenüber und höre mir gerne Dinge an, so aus allen, von allen Religionen, von allen spirituellen, vor allen Dingen spirituellen Menschen. Für mich gehört das auch zusammen. Jemand, der einfach nur einem Glauben angehört, so ist für mich nicht auch direkt jemanden, den ich zuhöre, aber wenn es ein Spiritueller ist, der auch spirituelle Erfahrungen mit dem Glauben gemacht hat, dann finde ich das immer sehr, sehr und extrem interessant und höre mir das gerne an, weil ich glaube sowieso, man kann von jedem lernen, weißt du? Man kann überall und von jedem irgendwie was dazu lernen. Und warum sollte ich irgendwas blockieren und sagen, nein, das höre ich mir nicht an, nur weil er jetzt irgendwie irgendeinem Glauben angehört, dem ich jetzt zum Beispiel nicht angehöre. Trotzdem kannst du doch was lernen von demjenigen, weißt du? So. Das kann deinen Horizont erweitern, du kannst weiterkommen und das ist das, was wir als Menschen eigentlich machen sollten. Unseren Horizont erweitern und weiterkommen. Nummer 14. Völkermord in Ruanda. Die ruandische Patriotische Front RPF, eine Rebellenorganisation der Tutsi, drang 1990 in Ruanda ein. Als Vergeltung wandte das Militär Gewalt an und die Situation entwickelte sich zu einem Bürgerkrieg. Während die von den Hutu dominierten Medien die Tutsi-Minderheit als Bedrohung für Ruanda darstellten, verstärkte sich die Anti-Tutsi-Stimmung. Vor dem Völkermord galt Ruanda als eines der katholischsten Länder Afrikas. Die Beteiligung der katholischen Kirche an den Morden führte jedoch zu einer massiven Religionskrise.
Die aber Rokore-Kirchen evangelisierten erfolgreich Tausende von neuen Anhängern durch den Einsatz von Musik und Medien, und die Kirchen selbst wurden von den Tätern des Völkermords als Mittel zum Morden benutzt. Krank, Mann. Die Tutsi-Opfer suchten im Haus Gottes Schutz. Sie glaubten, dass es sie vor Schaden bewahren würde. Als Folge der Ausnutzung dieser Religion durch Extremisten wurden Hunderte von Menschen in Kirchen im ganzen Land brutal ermordet. Mehr als ein Jahrhundert des Blutvergießens in Ruanda hat die katholische... Oh Mann, Digi, Alter, ich bin froh, wenn das Video vorbei ist, sag ich dir ehrlich. Verstörend ein bisschen etwas. ...die Kirche mit ihren schlimmsten Schrecken konfrontiert. Innerhalb von 100 Tagen starben 1 Million Ruander, doch mehrere katholische Nonnen und Priester taten wenig, um zu helfen. Der Großteil der Todesopfer soll in oder bei Kirchen zu beklagen gewesen sein. Nummer 15. Rettungsweg. Der 2600 Fuß lange steinerne Passetto di Borgo, der die Vatikanstadt mit der Engelsburg verbindet, sieht für das unbedarfte Auge wie eine gewöhnliche Festung aus. Dennoch gibt es einen Weg innerhalb der Mauern, den frühere Päpste als letzte Zuflucht benutzten. Die Mauer wurde erstmals im Jahr 850 errichtet und Papst Nikolaus III. Überwachte den Bau der heutigen Version im Jahr 1277. Gerade noch rechtzeitig vollendete Papst Alexander VI. Die Mauer im Jahr 1492 und 2 Jahre später nutzte er sie, um den eindringenden Franzosen zu entkommen. Die letzte päpstliche Flucht fand 1527 statt, als Clemens VII. Den 20.000 rebellischen Soldaten Karls V. entkam. Nach den dramatischen Ereignissen des 16. Jahrhunderts befand sich der Passetto in einem schlechten Zustand und war für die Öffentlichkeit geschlossen, aber im Notfall für den aktuellen Papst zugänglich. Im Jahr 2000 wurde der Passetto anlässlich des großen Jubiläumsjahres der römisch-katholischen Kirche renoviert. Seit kurzem ist er jedem Sommer für einen kurzen Zeitraum für... Bisschen zu langwierig finde ich das Video auch. ...zugänglich. Der Apostolische Palast des Vatikans und die Engelsburg am Ufer des Tiber sind durch einen faszinierenden Tunnel aus dem 13. Jahrhundert verbunden. Diese unterirdische Röhre, die als letzter Fluchtweg der Päpste bezeichnet wurde, ist eine Art Geisterbahn, die trotz ihrer vielen Fehler die Fantasie vieler Autoren beflügelt hat. So kam dem Autor Dan Brown die Inspiration für seinen Bestseller Engel und Dämonen, in dem der Vatikan zum Schauplatz fantastischer Verschwörungen wird, in diesem winzigen Durchgang. Dieser Tunnel wurde aus einer winzigen Mauer gebaut, die von den Ostgoten errichtet wurde, die 546 in Rom einfielen. Er ist eines der wenigen erhaltenen Beispiele für ein römisches Bauwerk aus dem Mittelalter. In dieser Zeit war das Mausoleum des Hadrian, das später als Engelsburg bekannt wurde, durch die Mauer mit dem unteren Teil des Vatikanhügels verbunden. Erstmal starkes Video, aber schon gute Informationen, finde ich. Also Respekt für das Video, finde ich geil. Das ist der gleiche Typ, von dem wir uns schon mal ein Video reingezogen haben, wo wir gesagt haben, so ey, irgendwie Bro, zu viele Informationen, du packst da irgendwie zu viel rein, teilweise hier mit dem Joe Rogan Ding.